Einen wunderschönen guten Tag, liebe Schwabenchecker-Freunde. Ja, was haben wir hier? Tata, der neuen Passat-Variant. Endlich seit Jahrzehnten erfolgreich für Platz, Familie, Langstrecke. Wir haben ihn endlich wieder. Er ist optisch unspektakulär, aber innen jetzt mit der neuen Technik-Assistenzsysteme richtig stark geworden. Und da nochmal vielen Dank an die Autohäuser Weber aus Calw, Weilerstadt, Herrenberg und Leonberg für diesen tollen Testwagen. Übrigens, nächste Woche kriegen wir den neuen Tiguan. Der wird, glaube ich, auch richtig gut. Wo geht's los bei dem Auto? In der Standardvariante 39.995 Euro. Diesel, Mild Hybrid, Plug-in Hybrid. Dann die Business-Variante 5.000 Euro mehr. 44.995 Euro, das gleiche. Hier die Elegance-Variante, die kostet 52.450 Euro Minimum. Da gibt es ein Diesel, Plug-in-Hybrid und 4Motion und der große Diesel 193 PS. Keinen Mild-Hybrid mehr. Und dann die sportliche Variante, optisch wie auch so mit den Details, Airline. Die geht los bei 53.470 Euro. Was haben wir mit dabei? Business-Paket 1.805 Euro. Da ist mit dabei Head-Up-Display, großes Display, 38 cm, 15 Zoll Diagonale, Navi Pro Max, 230 Volt Steckdose, Akustikpaket, 330 Euro. Hört man, da ist das Auto richtig leise innen drin. Das Navi-Paket 1.185 Euro. Nicht vergessen, dann das Lederpaket für 1.215 Euro. Dann sind Memory-Spiegel-Absenkung mit dabei. Klimatisierte Sitze, Leder mit Memory-Funktion, E-Sitze komplett elektrisch. Also das Paket ist auch richtig schön und es ist auch edel. Ja, es ist wirklich gut gemacht. Dann haben wir das IQ Drive Paket mit dabei, 545 Euro mit dem Travel Assist und dem Area View Kamera, 360 Grad Kamera. Panoramadach 1380 Euro, ein riesen Glasdach und öffnet auch riesig und mit einem sehr guten Windgeräusch auch bei höheren Geschwindigkeiten. Das ist schon wirklich ein Detail, da müsst ihr mal drauf achten. Manche flattern auch schon. Das ist wirklich auch richtig gut gemacht. Ja, und da haben wir knapp, ich sage mal, 6.500 Euro Zusatzausstattung plus das Fahrzeug mit der Farbe Weiß kostet 0 Euro, sind wir bei knapp 60.000. Dann habt ihr aber ein richtig gutes Familienauto mit mega Platz. Kommen wir gleich noch dazu. Ja, in diesem Sinne würde ich auch sagen, kommen wir gleich noch dazu. Wir gehen jetzt ganz schnell ab nach hinten zum Heckcheck, zum Kofferraumcheck. Bis gleich. Heckcheck, Kofferraumcheck. LED, Standard. Möchte ich ein dynamisches Blinkerlicht haben, dann muss ich hier die Elegance-Variante nehmen, IQ Light sozusagen, zieht sich dann auch vorne mit den LED-Matrixlichtern durch oder das Paket für 2020 Euro. Dann zieht es hier, Moment, wir haben hier einen Schlüssel, dann können wir uns mal angucken, dann haben wir die dynamischen Blinker hier, ne? Das sieht schon cool aus. Kommen wir runter, Rückfahrkamera, Rear View serienmäßig, auch mit Spritzanlage, das finde ich gut. Fährt nicht ein, deswegen haben wir die Spritzanlage, sonst wird sie die ganze Zeit dreckig. Möchte ich die 360 Grad Variante haben, muss ich das IQ Drive Paket nehmen, habe ich schon erklärt, 545 Euro. Da ist dann die Area View 360 Grad Kamera mit dabei. 360 Grad Sensoren vorne, hinten, sprich, das ist serienmäßig mit an Bord, muss ich nicht extra ordnen. Ansonsten haben wir komplett LED-Technik. Ich finde das Heck, ganz ehrlich, Björn, schlicht, schön edel. Hier jetzt schön das Passat geschrieben, das Lichtband durchgehen. Wir haben drei verschiedene Animationen. Schaut euch das Video dazu an, habe ich ein Nachtvideo gemacht. Sieht wirklich pico aus. Ab der Elegance-Variante haben wir hier, können wir, wenn wir möchten, halt so öffnen. Finde ich cool, wenn man was in der Hand hat. Es funktioniert auch wirklich gut, nutze ich bei mir beim RS3 auch ganz gut. Oder gerne oder oft. 2,08 Meter. Hoch, Björn, passt sogar du drunter, ne? Funktioniert also richtig gut. Und Einklemmschutz, okay, einen kurzen Doing, ja, aber geht sofort wieder hoch. Möchtet ihr die einstellen, ja, dann müsst ihr eine gewisse Höhe fahren, müsst ihr dann anhalten und dann ganz lang, Achtung, dann ist diese Einstellung gespeichert und ihr buckelt nicht irgendwo bei euch ans Garagedach oder so irgendwo an. Funktioniert super. Und ich kann natürlich dann auch nachher wieder, wenn ich sage, okay, ich gehe wieder, dann macht er ein Geräusch. Noch halt, Moment. Jetzt, ich muss aber weglaufen, sonst geht er nicht zu. Dann erkennt er das. Ansonsten, wenn er davor stehen bleibt, geht er nicht zu. Habe ich gerade auch entdeckt, muss mich ganz Zeit wundern, warum piepst denn der so? Der sagt, verschwinde von da hinten, ich will zumachen. Machen wir wieder auf. So. Ha.
510 in der Plug-in-Hybrid-Variante Kofferraum und hier 690 Liter Ladevolumen. Plug-in-Variante, Fernentriegelung, umklappen. Ich gehe mal schon vor und mache das runter. Dann sieht es sauber aus. Zack. Haben wir 1770 und hier der Elegance ohne Plug-in-Hybrid-Variante 1920 Liter. Das ist schon eine Menge. Das hier rausmachen, einfach auf Seite schieben, raus. Zack, das funktioniert. Dann haben wir hier noch unser Rollo. Das ist bei der Elegance-Variante auch serienmäßig mit dabei. Hey Leute, dann habt ihr schon enorm viel Platz. Knapp 600 Kilo dürfen wir zulagen. 1570 Kilo ist der Grundwert vom Gewicht. Je nachdem Panorama, was ihr habt, Plug-in-Hybrid, geht es natürlich hoch, das Gewicht. Dann könnt ihr vielleicht nicht mehr ganz so viel zuladen. Ne? Was haben wir mit dabei? Business-Paket hier, die 230 Volt Steckdose. Was ich ganz cool finde, da kann man halt hier 50 Hertz bis zu 150 Watt Strom ziehen. Das finde ich schon eine tolle Sache. Wir haben LED-Technik überall, Beleuchtung. Hier haben wir noch eine 12 Volt Steckdose, die Serie. Ein Haufen Haken zum was einhaken und auch qualitativ wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Schön ausgeleuchtet, hier haben wir Platz. Hier können wir noch was reintun. Also da hat es schon richtig ordentlich Platz hier in der Kiste. Tun wir das mal raus. Dann können wir hier noch, da haben wir hier so, ja, können wir ein bisschen was zusammenbauen. Wenn wir sagen, ich habe hier so ein Eck, kann hier noch mal so eine Zwischenschiene reinmachen, muss es nur. Zack, rein und dann hebt es und hier hochziehen, geht es wieder raus, funktioniert super. Doppelter Boden ist auch Serie. Zack, hier runter, rein, dann habe ich noch einmal knapp 10 cm mehr nach oben Ladevolumen. Die Chromleiste hier ist auch serienmäßig mit an Bord. Ansonsten mache ich wieder so. Gibt es nur hier so ein bisschen hoch, wieder zurück, easy going, dann habe ich es wieder oben, mega. Und hier unten auch nochmal richtig viel Platz, um Krusch reinzutun. Hier ein Trennnetz und sowas ist auch mit dabei bei der Elegance. Also das ist schon richtig cool. Hier können wir auch, wenn wir wollen, unser Rollo und sowas einhängen hier. Da sind extra hier die Aussparungen vorgesehen, da könnt ihr das auch noch reinsetzen. Wir können 90 Kilo Stützlast und dürfen zwischen 1,9 und 2,2 Tonnen, schade, ich hätte mir gern 2,5 Tonnen gewünscht. Je nach Motorenvariante, hier der 150 PS darf 2,2 Tonnen dann Anhänger ziehen. Das passt. Gut. Und ansonsten kommen wir noch zum Tankvolumen. 66 Liter haben wir. Also ich hatte einen Vollgetank bekommen, da waren knapp 1100 Kilometer Reichweite. Das finde ich schon cool. Schau das Reichweitenvideo an, was ich denn so im Mix hatte mit dem Passat. Das ist schon richtig cool. 45 Liter Tank in der Plug-in-Hybrid-Variante. Natürlich schluckt der Akku dann natürlich auch ein bisschen nicht nur Kofferraum, sondern auch in dem Fall Tankvolumen. Aber dafür können wir auch ein bisschen elektrisch fahren. Da kommen wir auch gleich dazu, was der Plug-in-Hybrid an theoretischer Reichweite hat. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ist echt ein brutaler Kofferraum. Schöne Variabilität, viel schon serienmäßig mit dabei. Auch die Durchlade ist serienmäßig mit dabei. 40, 60 ist auch serienmäßig mit dabei. Brauche ich nicht extra ordern. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir über zum Seitencheck, zum Rücksitzbankcheck. Bis gleich. Elektrischer Außenspiegel, einstellbar, beheizbar, Serie. Wie gesagt, wir haben jetzt im Paket hier noch die Absenkung mit dabei und Memory-Funktion im Business-Paket. Abgedunkelte Scheiben ab der B-Säule, das ist Business-Paket. Keyless Access, zuschließen, aufmachen per Türgriff oder schließen, hier drüber streichen, ab Elegance. Und dann ist dann auch Projektion mit dabei, Türmulden beleuchtet mit dabei und das Logo runter projiziert mit dabei in der Elegance-Variante. CCS-Schnellladen, wenn ich elektrische Variante habe oder die Plug-in-Hybrid-Variante habe, ist CCS-Schnellladen 40 kW ab Elegance bei dieser Variante hier mit dabei. Wir haben jetzt hier natürlich einen Diesel, ich mache es jetzt trotzdem auf. 11 kW laden können wir, dann braucht er 2 Stunden 30, dass dann der Akku wieder voll ist. Wir können 121 Kilometer standardmäßig wohlfahren und 145 Kilometer innerorts elektrisch mit dem Plug-in-Hybrid. Und mit CCS 40 kW laden, Wechselstrom in dem Fall, ist er in 26 Minuten von 10-80% wieder voll. Ich bin gespannt, ob wir einen kriegen. Ich hoffe es, dass wir da ein Video machen können, wie weit wir theoretisch wirklich elektrisch fahren können. Und dann natürlich auch die Verbrauchskombination mit dazu. Länge. Er ist ja 50 mm länger geworden. Es zieht sich durchs ganze Auto. Es ist wirklich brutal. 4,91 Meter breit, 2,09 Meter mit Spiegel hoch, 1,52 Meter. Eloxierte Dachreling.
ist ab der Elegance-Variante, ab der Business-Variante mit dabei. Verchromte Scheiben außenrum, auch ab der Business-Variante mit dabei. Typisch VW. Und ich finde, es hört sich auch wirklich gut an. Wir haben natürlich eine riesen Tür. Wir können natürlich hier noch, wenn wir wollen, verriegeln. Und ich steige jetzt mal ein. Rollos ab der Elegance-Variante mit dabei. Finde ich natürlich auch richtig lässig. Und jetzt haben wir natürlich Platz. Ich gehe mal hier rein und rutsche gleich mal durch. Serienmäßig. Wir haben jetzt hier Leder. Das ist das Lederpaket, hatte ich erklärt. Am Anfang im Paket mit dabei. Kinder Isofix serienmäßig. Kopfstütze ist klar. Panoramadach 1380 Euro. Ich finde es schon fast ein Muss für so ein Riesenauto. Das ist schon wirklich cool. Und ich meine, ich habe es jetzt nicht richtig gelesen, in der Airline, dass der Himmel schwarz ist. Könnt ihr mich gern korrigieren? Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Schauen wir mal. Aber ich sitze hier. Mega. Meine Füße passen drunter. Ich habe Platz ohne Ende. Leider kann man die Lehne nicht verstellen. Das finde ich schade. Aber okay. Hier die ganzen Fächer für Handys. Das ist alles mit dabei. Ein Zonen Klimaautomatik ist Serie. Drei Zonen Klimaautomatik geht ab der Business-Variante los. Dann können wir das hier schön alles einstellen. USB Typ C hinten. Auch ab der Business-Variante, vorne am Turmbrett Typ C, zwei Stück, serienmäßig. Wir haben überall Haltegriffe, LED-Technik, hier können wir was einhaken. Das finde ich schon wirklich edel gemacht. Auch hier, das finde ich auch cool, kann man zum Beispiel ein Buch einhängen. Hier steht auch so ein Buch, drücke ich nochmal drauf, kann ich es nochmal ein Stückchen weiterklappen. Und es ist auch wirklich stabil gemacht und kann's, sieht man auch nicht so oft, muss ich gestehen, die sogar noch ein Stück in der Länge verstellen. Habe ich jetzt ja noch nicht so oft gehabt. Die Riesenflaschen passen nicht rein, aber gute 5 Liter Flaschendosen passen rein. Ansonsten klappe ich es wieder zu. Und auch schön beledert. Wie gesagt, hier die Durchreiche, die ist auch Serie. Das fühlt sich schon gut an. Isofix habe ich schon gesagt, gell? Okay, doppelt hält besser. Ja, ansonsten, wir haben Airbags rund um alle mit dabei. Hier in der Mitte Center Airbag, Knie Airbag, Seiten Airbag, Vorhang Airbag. Hier hinten Seiten Airbags. Haben wir bei manchen Modellen schon oft extra bezahlen müssen, bei anderen hier. Alles tutto komplett mit dabei. Elektrische Fensterheber mit Automatikfunktion, Stoppfunktion, serienmäßig auch mit dabei. Das gefällt mir schon gut. Hier haben wir auch nochmal einen Haken, wo wir hier unten was einhängen können. Jeweils hier links und rechts. Die Sitzposition finde ich, boah, mega. Also Björn, du mit 1,90. Also hier können locker 2 Meter sitzen, locker. Also das ist schon brutal. Und mit dem Panoramadach hast du dann sogar noch mal ein bisschen mehr Platz. Wiegt zwar ein bisschen, aber ist einfach eine schöne Ambiente. Fällt dir noch was ein, Björn? Dann würde ich sagen, gehen wir ab vor zum Armaturenbrett-Check, zum Sitzcheck, zum Ausstattungscheck. Bis gleich. Armaturenbrett. Bevor ich es vergesse, es gibt auch die Möglichkeit, auf der Rücksitzbank Sitzheizung zu ordern, was ich gut finde. Ja, 505 Euro. Im Paket möglich. Gibt auch noch eins größer, da ist dann auch Standheizung und Frontscheibenheizung mit dabei, je nachdem, was das Budget hergibt. Ne? Machen wir kurz die Sitze. Höhenverstellbare Sitze mit Stoffserie. Hier Lederpaket haben wir schon erwähnt, die sind dann auch elektrisch mit Memory-Funktion, Klimafunktion. Das ist das Lederpaket. Gehen wir über Airbag on off. Müsste hier rechts sein, Björn? Bin ich da richtig? Sehr gut. Was ja natürlich auch dann edel finden, in dem Fall, das ist natürlich schön lederbezogen ist mit den Steppnähten. Das Grau ist ja ganz so mein Ding, aber ich finde, es ist schön gemacht. Hier unten, ja, haben wir ein bisschen Kunststoff, aber es ist okay. Natürlich nicht das riesen Handschuhfach, aber allerdings beleuchtet. Das ist schon mal gut. Und ja, aber nicht riesig. Okay. Hier unten, Ambiente beleuchtet ab der Business-Variante mit dabei. Fußraum beleuchtet auch ab der Business-Variante mit dabei. Ich habe noch ein extra Ambiente-Video gemacht, wie das alles schön bei Nacht leuchtet. Ich finde es echt schick, edel gemacht, muss ich gestehen. In den Türen ist auch die Auflage beledert. In dem Grau unten natürlich dann ein bisschen Kunststoff. Ist jetzt von der Masse her grenzwertig, aber auch wieder die Steppnähte drin. Also das ist schon eine feine Geschichte. Auch hier beledert, schön mit Steppnähten, finde ich schön. Also hier, das können wir auch noch ausziehen. Ja, also wirklich gut, auch hier Kinder Isofix mit dabei. Wenn wir hier aufmachen, finde ich cool. Hat hier so eine Einlage drin, die können wir auch verstellen. Können wir hier ein bisschen Kleingruß reintun. Okay, ist mein Mikrofon hier unten drin. Hat es aber auch nochmal eine 12-Volt-Steckdose, beleuchtet. Und hier so ein kleines, ich sag mal, so ein Fangenspannnetz. Hier kann ich Scheckkarten reintun. Das ist serienmäßig mit dabei. Das muss ich nicht extra kaufen. Und hier kann ich auch nochmal eine Karte reinschieben. Hier, guck mal, hier rechts und links kann man nochmal Karten reinschieben. Siehst du das, Björn? Hier
Und hier auch. Ja, ist auch cool. Finde ich gut. Machen wir wieder zu. Getränkehalter, serienmäßig. Fühlt sich auch alles wertig an. Hier kann ich zum Beispiel einen Schlüssel reintun. Elektronische Handbremse, Auto holt. Start-Stop schlüssellos ist auch serienmäßig mit dabei. Induktives Laden, ab der Business-Variante mit dabei. Hier die Typ 2C Stecker, die sind mit 45 Watt jeweils auch hinten. Also hinten extra ab Business und hier vorne serienmäßig mit den 45 Watt. Android Auto, Apple CarPlay, Regensensor etc. auch serienmäßig mit an Bord. Und das Apple CarPlay, Android Auto wireless. Also wir brauchen kein Kabel, was ich gut finde. Dann können wir es hier reinlegen, es lädt und habe trotzdem die Verbindung und habe die ganze Zeit das Kabel da rumliegen. Die Zeit ist vorbei für Kabel. So, genau. Display, 12,9 Zoll Serie. Ohne Navi, möchte ich Navi haben, muss ich mindestens Business nehmen. Wir haben hier ja das Navi-Paket. Dann haben wir hier das 15 Zoll 38 cm diagonale Display mit dabei, was ich cool finde. Und es funktioniert wirklich schnell. Das ist wirklich brutal. Also das geht richtig gut. Haptisch wirklich gut gemacht. Schaut euch das Systemvideo an. Ich habe ein Video gemacht, wie man so ein bisschen was einstellt, was man einstellen kann etc. Richtig cool. Das funktioniert gut. Jetzt auch die Slider endlich beleuchtet. Haben sie da mitgedacht. Top, funktionieren auch gut, gibt es ein paar Tricks, schaut euch das Video an. Leicht hergeneigt und ich finde es schön fließend, nicht so richtig, ich finde es cool gemacht, weil es nicht so aufgesetzt wirkt. Übergeht über das serienmäßige, mehrfarbige digitale Display für den Fahrer, also das Cockpit sozusagen. Finde ich gut, das kleinere, wie gesagt, 12,9 Zoll. Einzonen Klimaautomatik Serie, 3 Zonen ab Business. Lederlenkrad mit Schaltweben Serie, Länge und Höhen verstellbar auch Serie. Und hier haben sie die Slider, finde ich, Gott sei Dank jetzt weggenommen, weil das zu viel Aufmerksamkeit gekostet hat. Links Assistenzsysteme, rechts IDA, was bei dem Navi-Paket mit dabei ist, der Sprachassistent, steht hier auch nochmal. View-Veränderung fürs Display, ja, kann ich hier verändern, wenn ich drauf drücke. Genau, Schalthebel ist jetzt hier rechts, nach vorne Drive und nochmal nach vorne S wie Sport. Funktioniert gut, P fertig, hier links Scheibenwischer, nach vorne Fernlichtassistent. Also das ist schon wirklich... Optisch, ich habe auch alles im Blick, das Lenkrad bedeckt nichts, finde ich richtig gut. Elektrische Fensterheber, wie gesagt, mit Kindersperrung hinten, rechts, links, einzeln, auf, zu. Oh, elektrische Heckklappe, geht sogar von hier innen, auch gut. Kann ich es auch wieder zumachen? Ja, geht auch wieder so, perfekt. Funktioniert. Cool. Hier links noch Lichtschalter mit Lichtautomatik serienmäßig mit dabei. Ja, also ich sitze hier, muss ich sagen, richtig gut. Ja, dann haben wir noch Setup-Display. Das gibt es im Business-Paket, habe ich am Anfang schon erwähnt, ist es mit dabei. Ansonsten die Musikanlage rumst richtig gut. Regensensor habe ich schon erwähnt, ist serienmäßig mit dabei. Wie gesagt, Panoramadach habe ich erklärt. Hier haben wir das, in dem Fall haben wir es als Slider, das finde ich okay. Und hier tippen und wieder tippen, dass es angeht, finde ich auch ganz cool. SOS ist Serie. Schminkspiegel beleuchtet, für beide Seiten auch Serie. Und ich habe sogar für den Fahrer einen Haltegriff. Auch serienmäßig. Airbags habe ich schon erklärt, Knie-Airbag auch mit dabei, Serie. Das finde ich richtig gut. Und ich sitze mit zum Ausziehen in dem Lederpaket. Hockt man hier wirklich gechillt und ich kann entweder so das gut erreichen mit den Schnellknöpfen, was ich hier habe, oder der IDA, sage ich mal, funktioniert auch richtig gut. Haben wir ein Video dazu gemacht. In dem Fall gehen wir jetzt vor zum Achscheck, zum Frontcheck und dann zum Schluss noch der Motorcheck. Dann haben wir es schon. Bis gleich. 7x16 Zoll für die Standard- und die Business-Variante. Dann gibt es 7,5x17 Zoll für die Elegance-Variante. Die heißen dann Napoli. Das müssten die hier sein. Hochglanzgedreht, grau oder dunkelgrau, metallic. Schön. Dann 8x18 für die Airline-Variante. Die heißen dann, ich meine, Conventray oder Conventry, ja. Alufelgen, dann haben wir den Teil auch mal durch. Wir haben in dem Fall bei allen Modellen Frontantrieb. Bei dem großen Diesel haben wir die Möglichkeit, oder ist es so, dass dann da 4Motion mit dabei ist. Das heißt, Allradantrieb. Bei dem DCC, was jetzt hier dabei ist, gibt es jetzt, ist wohl eine Neuerung, 2 Sensoren. Das heißt, es soll schneller reagieren. Ich finde es eine Katastrophe, wie es klingt. So bis 60, 70 km/h ist das Fahrwerk für mich die ganze Zeit nur, wenn man über einen Hubbel fährt oder eine Dohle oder irgendwas, am Poltern. Die ganze Zeit am Poltern. Das gibt einem wirklich ein schlechtes Wohlfühl, Raumgefühl, Fahrgefühl. Also ich finde es nicht wirklich gut auf schneller Geschwindigkeit auf der Autobahn. Tippitoppi top. Aber im unteren Bereich, da poltert es die ganze Zeit. Ich finde, das geht gar nicht. Ob das so ist, weiß ich nicht.
Okay, jetzt ist das Auto an, jetzt piepst. Egal. Okay, gehen wir vor. LED haben wir serienmäßig. Möchte ich dieses LED-Band mit dazu haben, dann muss ich das IQ Light Paket dazu nehmen oder die Elegance Variante. Dann ist nämlich auch das LED Matrix mit dabei. Das kennt ihr schon, das alles ausblenden. Schaut euch das LED-Video an. Da habe ich es bei Nacht getestet, wie es funktioniert. Sieht es dann schon edel aus. Und die Elegance Variante mit den Chromringe hier, ich finde, mit den Chrom-Einlässe, das sieht schon wirklich gut aus. Die Airline-Variante geht halt hier noch weiter raus, ist noch ein bisschen wuchtiger. Hier natürlich für die Effizienz sind natürlich wieder hier die Lufteinlässe. Aber ich finde, so ist das schon wirklich schick gemacht. Hier vorne die Frontkamera nicht waschbar, also automatisch, die ist, wird halt dreckig mit der Zeit. Hier unser Assistenzsystem, Abstandsradar etc. Er ist jetzt kein Designbrecher, aber ich finde, edel schlicht, aber das war der Passat schon immer. Da würde ich auch nichts dran ändern. Bei dem zählen wirklich die ganzen, ich sag mal, Platz- und inneren Werte. Ich würde sagen, zu diesen inneren Werten hier, da gehen wir jetzt hin, da gibt es ein paar Möglichkeiten. Bis gleich. Ich habe noch was vergessen. Fernlichtassistent ab der Business-Variante und dynamischer Fernlichtassistent ab der hier Elegance-Variante und Sitzheizung vorne, fällt mir gerade ein, auch Elegance-Variante. Nehmen wir noch mit dazu. Was ich gut finde, wir haben Haubenlifter. Und, was ich auch gut finde, nee, ein Trichter. Ja, das haben sie sich bestimmt von Skoda mit abgeguckt. Ich finde es mega, richtig cool. Dann passt alles rein und schwabbelt nicht alles hier drüber. Was haben wir für Motoren? Wir haben einen Mild-Hybrid, 150 PS, 250 Newtonmeter und rennt 222, ja, 1,5 Liter, 14 kW Motor. Praktisch, der treibt ein bisschen mit an, braucht 9 Sekunden, hat ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe mit dabei. Das ist der Mild-Hybrid, den gibt es in den ersten beiden Varianten. Dann Diesel, 122 PS und 150 PS Diesel, beides 2 Liter. Einmal 320 Newtonmeter und hier den 150 PS Diesel mit 360 Newtonmeter. Rennen auch alle 222, braun auch. Gute 9 Sekunden, das ist nicht schnell, aber es reicht völlig aus. Dafür haben wir eine richtig geile Reichweite und Verbrauch. Schaut euch das Video an, werden wir noch sehen, was da passiert. Dann haben wir nochmal einen Diesel, 193 PS, 400 Newtonmeter. Also das ist auch alles 7-Gang. Und dann der große Diesel aus 7-Gang DSG mit 400 Newtonmeter, der braucht allerdings 7,6 Sekunden und rennt 232. Der ist natürlich optimal dann, das wäre auch mein Motor, aber der 150er, sage ich mal, den fahre ich jetzt schon ein paar Tage, reicht eigentlich auch komplett aus. Ja, man braucht nicht mehr, das ist keine Rennmaschine. Ja, und mehr ziehen darf ich mit dem Anhänger auch nicht. Okay? Ja, dann haben wir noch die Plug-in-Variante. Elektrisch sozusagen, da haben wir 150 PS 1,5 Liter beziehungsweise 115 PS elektrisch. Da haben wir dann ein sogenanntes 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Und ja, das war's schon von den Motorenvarianten. Ansonsten Motor selber, wir haben hier noch Ölmessstab, yeah, finde ich gut. Starterbatterie, alles unspektakulär. Ja. Hier können wir überbrücken, hier haben wir eine Überbrückung für Minus, ansonsten ja, haben wir hier nicht wirklich viel, ne? Was man erzähle, sollten die Motorvarianten waren die wichtigsten. Wie weit er elektrisch fährt, haben wir auch gelernt. Ein Video werden wir noch machen, wenn wir einen mit Plug-in-Hybrid hoffentlich bekommen. Dann würde ich jetzt sagen, das war's. Gehen wir über zum Fahrcheck und dann sehen wir uns nachher wieder zum Fazit. Fahrposition. Ja, Checker-Freunde, Fahrcheck. Hört mal. Also wie der das zurückvibriert in den Innenraum. Das ist schon... Hört ihr das? Das wirkt wirklich so richtig nach, als wenn es nochmal nachreagiert oder arbeitet oder was weiß ich. Nicht schön. So, wir sind jetzt im Drive-Modus. Kann hier nochmal eins nach vorne klicken, dann sind wir im S-Modus. Dann dreht er höher durch, schaltet früher runter. Ja, oder tipp wieder nach vorne, dann sind wir im ganz normalen Drive-Modus. Oder geh auf Fahrmodi, die sind ja Serie. Geh auf Öko, dann ist er ganz entspannt, Komfort. Oder auf Sport. Ja, dann schaltet er schon eins runter, ne? Dann will er. Und sonst schon individual, ne? Ich finde einfach Komfort für das Auto eigentlich am entspanntesten. Oh, jetzt kommt hier wieder diese, ne? Ab 1.7. Gesetz hier Geschwindigkeitswarnung. 2 km/h drüber. Und man hört es immer wieder, wie er durchbockelt. Ich hoffe, man hört es vielleicht ein bisschen im Video.
Aber die Position und so die Übersicht finde ich eigentlich ganz gut, muss ich gestehen. Die Spiegel sitzen gut. Hier kann ich nicht zwischen Spiegel und A-Säule durchschauen. Also ich heiße, ich muss mich da ein bisschen bewegen, weil ich dann einen größeren toten Fleck habe, um ein Auto zu sehen. Ja? Ansonsten Display erreiche ich hier gut. Das ist top. Oder mach's per IDA, ne? Das ist auch kein Problem. Blick nach hinten ist eigentlich okay. Das passt. Wir haben mit 360 Grad Kamera optional mit dabei. So. Bremse, also das liegt schon gut in der Hand und das DSG schaltet schnell, geh hoch. Wenn ich wieder lange drauf bleibe, dann geht er automatisch zurück in Drive. Jetzt bremse ich mal, es ist keiner hinter uns. Oh, Bremse ist richtig gut. Macht der Warnblinker an. Hopp. Dreht kurz durch. Ja, Diesel leicht präsent im Innenraum, aber das ist gut, nicht zu, dass es zu arg stört. Schön sauber voreinander, schön gut, super Radfahrer, es gefällt mir nicht, alle nebeneinander. Und ansonsten, ja, im Sport merkt man dann halt, dass er durch das DCC wesentlich, jetzt ist er viel direkter und wankt gar nicht mehr so viel. Das finde ich schon brutal, gehe ich wieder in Komfort. Sieht man sofort an der Bewegung, wie krass das ist. Also das ist schon ganz cool gemacht mit dem DCC, ja. Wenn das Polteren nicht wäre. Oh, wirklich richtig gut. Und das Poltern, das macht er nicht so arg, wenn er im Sportmodus ist. Ja, da ist er viel härter. Und dann wiebt er nicht ganz so arg nach. Das macht er nur im Komfort und im Ökomodus. Das ist schon wirklich erstaunlich, der Unterschied. Aber meistens fährt man ja eher im Komfort, ne? Anstatt im Sport, weil das jetzt wirklich... Ja, da geht er sofort nach und geht auf Sport. Ist es viel leiser danach. Das ist schon komisch. Jetzt ist viel leiser und viel besser. Ja, warum ist es bei Komfort nicht so? Bei Komfort wippt er wirklich nach. Also da könnte man vielleicht noch mal ein bisschen was machen. Kann er trotzdem beim Sport in Drive schalten. Aber so, also da ist er schon wirklich sportlicher. Das ist schon wirklich gut. Da kann man richtig Spaß haben hier. Ja. Ja, nee, sonst fährt er sich wirklich entspannt. Lenker liegt gut in der Hand, unten abgeflacht. Ich erreiche alles. Hab alles im Blick und der Platz nach hinten, der ist natürlich, der ist schon brutal, auch hier vorne. Man hat richtig gut Platz, das gefällt mir. Macht schon Spaß. Und die Sitze, ja, es sind jetzt keine Sportsitze, die Airline hat natürlich noch Sportsitze. Die sind dann ein bisschen sportlicher, das brauchen wir aber nicht unbedingt, das ist ein Familienauto. Gehen wir mal ein bisschen runter. So. Der 150 PS, der läuft gut, das langt. So, jetzt gehen wir mal in diese Wippe rein. Aber total neutral, super. Alter, macht ja schon Spaß. Also, nö, gefällt mir. Assistenzsysteme, schaut euch an, wie ihr da auch alles mitlenkt und automatisch abbremst, den Kurven, Kreisverkehr etc. Die Geschwindigkeit automatisch übernimmt. Ja, das macht schon Bock. Also, kann man auch sportlich bewegen, das Ding. Aber es ist eher ein Familiengruiser und das macht er richtig gut, finde ich, mit dem Platz. Mit der Übersicht, es sitzt wirklich alles toll. Die Klima sitzt optimal überall, ja. Also das gefällt mir, ja. Also ich bin jetzt schon ein paar hundert Kilometer gefahren. Das ist wirklich ein sehr entspanntes Autofahren, muss ich sagen. Wirklich ein sehr entspanntes Autofahren. Und ich finde sogar, ja, gehen wir ab zum Fazit. Das war's. Fahreindruck, top. Also entspannt, gut Platz, Übersicht, ja. Mega. Also bis gleich. Kommen wir zum Fazit. Stärken- und Schwächenliste mache ich wieder. Meine persönliche Meinung dazu. Aber dann nochmal vielen Dank an die Autohäuser Weber, Kalf, Walderstadt, Herrenberg und Leonberg für dieses tolle Testfahrzeug. Wie gesagt, nächste Woche kriegen wir den neuen VW Tiguan dann noch zum Testen. Genau, das war es eigentlich schon zum Fazit. Vielen Dank fürs Schauen und wie gesagt, ja, Stärken-Schwächenliste mache ich, meine persönliche Meinung dazu. Und dann warst du schon. Bis bald, Dankeschön, euer Checker Mario. Ciao.